Nee, ich mag es halt Herausforderungen und ich mag es, wenn man die ganze Energie einfach in den Sport steckt, dass sich das halt auch lohnt, wenn man eine Medaille holt. Ist natürlich ein schönes Gefühl und dafür mache ich den Sport auch. Naja, ich glaube, jeder Sportler hat im Hinterkopf oder generell als Ziel die Olympischen Spiele und das ist bei mir natürlich auch so. Ich verbinde mit Olympia einfach, dass dort die stärksten Sportler sind, die es auf der ganzen Welt gibt. Und ich möchte einfach dazugehören und ich möchte zeigen, was ich drauf habe. Und das kann man bei Olympia einfach mit am besten. Also der Sport gibt mir auf jeden Fall ein Gemeinschaftsgefühl. Also man verbindet ja auch mit dem Sport, man hat ja gewisse Freundschaften geschlossen und ja, so ein Teamgefühl, so ein Zugehörigkeitsgefühl und auch gewisse Werte. Also als Sportler, da ja, steht man ja auch irgendwo für andere als Idol da und das sollte man auch verkörpern. Und einfach auch diese, also zu wissen, wo meine Grenzen liegen, aber dass man die auch ausloten kann, dass es nicht heißt, also es ist nichts unmöglich und man kann eigentlich alles schaffen. Also ich wusste, also ich habe schon in so einem Blickwinkel gesehen, dass die Spanierin vor mir war. Aber ich habe jetzt trotzdem nicht die ganzen Außenbahnen halt noch im Blick. Und ich wusste, dass es auf jeden Fall insgesamt ein sehr enges Feld wird, weil die Dichte immer größer wird, auch bei Zumwalt Schmidt. Und so wusste ich eben nicht, wer irgendwo vielleicht auf der Außenbahn noch vor mir sein könnte. Und ich hatte tatsächlich im ersten Moment so ein bisschen, ja, ein mulmiges Gefühl, auf die Anzeigetafel zu gucken. Also ich wusste von mir selber, dass das Rennen sehr gut war. Aber wie gesagt, man weiß eben nie, wer da irgendwo noch schneller sein könnte. Und ja, letztendlich war es einfach nur im ersten Moment pure Erleichterung, dass es endlich klappert mit der Medaille und dann natürlich riesengroße Freude.